Herzlich willkommen zum Videotutorial zur Methodenkarte Interaktive Arbeitsblätter mit Worksheet Crafter gestalten. Zunächst einmal müssen wir das Programm starten. Das ist diese Eule, die bei mir hier als Link hinterlegt ist. Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, können Sie das Programm auch suchen, indem Sie zum Beispiel WO eingeben. Da kommen bei mir mehrere Dinge. Und je mehr Sie eingeben, desto weiter rutscht das gesuchte Ergebnis nach oben. Worksheet Crafter als App, hier ist es. Und Sie können das Programm natürlich aus dem Hub herunterladen. Benutzen können Sie es allerdings erst, wenn Sie Lizenzdaten hinterlegt haben. Diese erhalten Sie aber nicht vom Land, sondern vom Schulträger oder direkt von Ihrer Schule. Das Programm ist jetzt vollständig geladen. So sieht es aus, wenn Sie das Programm gestartet haben. Gegebenenfalls müssen Sie zunächst mal das Format der Seite umstellen. Und zwar machen Sie das hier über den Reiter Datei. Dann auf Seite einrichten. Denn wir wollen ja ein interaktives Arbeitsblatt erstellen. Und wir wechseln von Ausdruck auf Papier, das ist die Standardeinstellung, auf Interaktiv auf Tablet. Mit OK bestätigen. Bei der weiteren Benutzung von Worksheet Crafter bleibt immer das Format eingestellt, das Sie als letztes benutzt haben. Als Tipp, zum Start des Programms sehen Sie immer dieses Willkommens-Pop-up mit einigen Links zu wirklich hilfreichen Ressourcen, zum Beispiel Materialpaketen oder auch weitere Erklärvideos zum Einstieg. Und Erklärung zum Beispiel zu den Menüleisten und vieles mehr. Es ist wirklich hilfreich, sich diese Dinge anzuschauen, weil das weit über das hinausgeht, was wir hier in diesem Tutorial zeigen können. Für den Moment schließe ich es aber. In unserem ersten interaktiven Arbeitsblatt möchten wir gerne eine Audiodatei einbinden. Und zwar finden wir die entsprechenden Links in der linken Menüleiste. Wir ziehen das Lautsprechersymbol für die Audiodatei einfach auf unser interaktives Arbeitsblatt. Ein wichtiger Hinweis: Das Feld, das hier gelb hinterlegt ist, das ist nachher am Ende auf dem interaktiven Arbeitsblatt überhaupt nicht sichtbar. Deswegen sollten Sie unbedingt eine Grafik, die ein Lautsprechersymbol oder einen sprechenden Menschen, eine Sprechblase oder ähnliches enthält, als Platzhalter dort hinterlegen. Sie können nun die vorzulesenden Texte hier in dieses Textfenster eingeben. In der Folge wird auf dem Arbeitsblatt am Ende vorgelesen, dies ist ein Test mit einer computergenerierten Stimme. Unterhalb der Sprachausgabe befindet sich die Materialsuche. Hier können Bilder, Texte, Audiodateien, aber auch schon fertige Arbeitsblätter zu einem gewählten Stichwort gesucht und eingefügt werden. Es gibt zum Beispiel zahlreiche Geräusche, welche gegebenenfalls noch als Materialpaket kostenlos installiert werden müssen, so wie in meinem Fall. Ich wähle alle Materialpakete, die verfügbar sind, aus und drücke auf Installieren. Ja, die Installation aller vorhandenen 67 Materialpakete hat jetzt ca. 10 Minuten gedauert. Das nur für Sie zur Orientierung. Die 10 Minuten habe ich natürlich rausgeschnitten. Wir sind stehen geblieben bei den Sounddateien. Sie haben natürlich die Möglichkeit, sich hier unter dem Notensymbol Sounds anzuhören und einzufügen. Das sind nicht viele. Zusätzlich können unterhalb auch eigene Sounddateien vom Rechner hinzugefügt werden. Das können Sie zum Beispiel über diesen kleinen Button tun und werden dann weitergeleitet zu Ihren Audiobibliotheken. Sollte nichts vorhanden sein oder Ihnen nicht gefallen, können Sie natürlich auch eigene Sounds aufnehmen. Das können Sie zum Beispiel hier über diesen roten Aufnahmeknopf tun. Hier müssen Sie lediglich noch angeben, mit welchem Gerät Sie aufnehmen möchten. In meinem Fall wäre das das Headset, das ich gerade auf dem Kopf trage, und kann hier über diesen roten Aufnahme-Starten-Knopf die entsprechende Aufnahme starten. Das möchte ich aber jetzt gar nicht. Die Aufgabenfelder, insbesondere interessant für den Mathematikunterricht, können natürlich ohne weiteres in ein interaktives Arbeitsblatt eingebunden werden. Zusätzlich sind die interaktiv lösbaren Felder markiert. Im Hintergrund dieser interaktiven Aufgabenfelder, wenn ich mal drauf gehe, sehen Sie das? Ist das Go-Symbol erkennbar und wenn man mit der Maus kurz auf dem gewünschten Aufgabenfeld ruht, wird auch ein Hinweis angezeigt, der besagt, dass diese in der App Worksheet Go entsprechend anwendbar und lösbar sind. Per Drag and Drop, also mit gedrückter Maustaste, können Sie diese Aufgabenfelder in Ihren Arbeitsbereich, also auf das interaktive Arbeitsblatt, ziehen. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie einfach los und Sie können es in der Größe anpassen. Und Sie können es auch inhaltlich anpassen, zum Beispiel was die Zahl der Ebenen angeht oder den Zahlenraum, in diesem Fall bis 20. Oder auch den Aufgabentyp können Sie hier verändern. In diesem Fall ist der Aufgabentyp Lücke. Aufgabenfelder, zum Beispiel schriftliche Rechenverfahren, können individuell eingestellt werden, sodass zum Beispiel der Zahlenraum, aber auch die Anzahl
der Werte und ob Überträge erlaubt sind oder nicht, schnell eine große Variation ermöglichen. Eine zusätzliche sehr interessante Funktion bei Aufgabenfeldern ist der sogenannte Aufgabengenerator, den man leicht übersieht. Das ist hier oben der blaue Würfel. Und jeder Klick auf dieses Symbol verändert die Werte in dem gewählten Feld. Ich mache das mal. Und erstellt sofort abgewandelte Aufgabenfelder. Die Schüler können außerdem per Drag-and-Drop Grafiken beschriften, Audios und Bilder zuordnen und vieles mehr. Dieses ist möglich durch das variable Lösungsfeld. Zunächst einmal fügen Sie ein Bild als Lösung ein. Das ist das rechte der beiden Lösungsfelder. Und werden nun aufgefordert, aus der Materialsuche ein Bild auszusuchen und es auf diesem Trefferfeld fallen zu lassen. Ich habe mich für einen Baum entschieden, ziehe den hier rüber und lasse ihn fallen. Das Ganze ist mir noch zu klein, deswegen ziehe ich es größer an den Anfassecken. Nun kommen die Lösungsfelder ins Spiel. Ich verfahre genauso, klicke sie an, halte fest und ziehe sie auf das zukünftige interaktive Arbeitsblatt. Hier nun kann ich richtige Lösungen eintragen. Ich entscheide mich für einmal Stamm. Das müssen Sie für jede richtige Lösung wiederholen. Und als zweite Lösung gebe ich Krone an. Wenn Sie jeweils auf die Antwortfelder klicken, bekommen Sie auch die Möglichkeit angezeigt, falsche Lösungen anzugeben. Das wird gleich noch interessant. Und hier kann ich zum Beispiel gänzlich falsche Dinge angeben wie Kette, Propeller, Tankstutzen. Da ist Ihrer Fantasie überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Natürlich braucht unser Aufgabenblatt noch eine Aufgabe. Dazu ziehen Sie einen Text, dargestellt durch das A hier oben, über das Trefferfeld. Und hier nennen wir es, benenne die Teile eines Baums, Ausrufezeichen. Wenn Sie mögen für den Spracherwerb, können Sie auch die Silbenbögen anzeigen lassen. Möglicherweise hilft das den Kindern beim richtigen Betonen und Lesen. Wenn Sie auf die Antwortfelder klicken, haben Sie außerdem die Möglichkeit, falsche Antworten anzugeben und diese im Nachhinein in der Selbstkontrolle anzeigen zu lassen. Für die Anwendung an einem interaktiven Arbeitsblatt mit Worksheet Go können falsche Lösungen angegeben werden, damit zum Beispiel das Mitdenken bis zur letzten Lücke ermöglicht wird. Wir haben jetzt hier angegeben Kette, Propeller und Tankstutzen, die werden uns gleich nochmal begegnen. Und zwar gibt es eine weitere Möglichkeit, damit Lernende ihre Ergebnisse überprüfen können, und das ist die sogenannte Selbstkontrolle, dargestellt durch dieses Symbol, eine Schlange mit Ziffern, unterhalb der Lösungsfelder. Und die ziehen Sie genau wie die anderen Felder hier hinein und können dann, während die Schlange noch aktiv ist, die Zahl der falschen Lösungen, die angezeigt werden dürfen, hiermit angeben. Und Sie müssen natürlich auch klar machen, welche Lösungen die richtigen sind. Dazu müssen Sie einmal das grüne Plus über den Lösungsantworten markieren. Und wie Sie sehen, werden jetzt auch unsere drei hinterlegten falschen Angaben innerhalb der Schlange markiert. Statt der Schlange können Sie auch andere Varianten wählen. Es gibt einen Igel und diverse andere Darstellungsmöglichkeiten. Es gibt auch eine einfache Liste, Rechtecke, Sterne oder ein Auto, wie Sie mögen. Das sollte natürlich entsprechend der Thematik des Arbeitsblattes angemessen sein. Und insbesondere schwächeren Schülern und Schülerinnen kann diese Auswahl aus einer Vielzahl von möglichen Lösungen helfen, gezielt die Aufgabe zu beantworten. Da die eben dargestellten Aufgabenfelder insgesamt eine sehr starke Ausrichtung auf das Fach Mathematik haben, gibt es für Deutsch Übungsformate, zum Beispiel die Wörterschlange oder den Lückentext, welche nur dann angezeigt werden, wenn ein Textfeld oder eine Lineatur gewählt wurde. Lineaturen finden Sie in der linken Seitenleiste in diesem Bereich und die ziehen Sie wie gewohnt hier hinein und sehen dann, dass die neuen Aufgabenformate auf der rechten Seite unter Übung auf Text anwenden angezeigt werden. Weiterhin bietet sich insbesondere das bereits dargestellte Lösungsfeld für alle weiteren Fächer an. Es lohnt sich immer auch ein Blick in die Tauschbörse, um zu schauen, welche Ideen andere Lehrkräfte bereits vielfach umgesetzt haben. Dazu gehen Sie wieder in die Materialsuche und geben stichwortartig das von Ihnen gesuchte Thema an. In unserem Fall wähle ich Silben. Dann dauert es einen kleinen Moment, bis die Ergebnisse angezeigt werden. Sie bekommen übrigens auch Ergebnisse angezeigt von nicht installierten Materialpaketen, die Sie dann gegebenenfalls nachinstallieren.
Das Ganze können Sie nochmal differenzieren nach dem Zielformat. Wir entscheiden uns für Tablet. Und wenn Sie etwas Geeignetes gefunden haben, ziehen Sie es einfach in Ihre Vorlage und das Ganze wird als neues Arbeitsblatt geöffnet. Und siehe da, wir haben nun ein bereits fertiges interaktives Arbeitsblatt übernommen. Sobald das interaktive Arbeitsblatt erstellt wurde, bzw. übernommen wie in unserem Fall, sollte es für mögliche spätere Anpassungen gespeichert werden. Das tun Sie entweder über das Speichersymbol oder über den Reiter Datei. Da wir es noch nicht weiter gespeichert haben, wählen wir Speichern unter und benennen es, wie wir möchten. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner Dokumente in Windows abgelegt. Ich nenne es Fahrzeuge. Die Bereitstellung für die Lernenden erfolgt digital via an Tablet schicken, ebenfalls erreichbar über den Reiter Datei. Auch hier kann ich nochmal den Titel des Arbeitsblattes angeben und meinen Namen. Kann Stichwörter hinterlegen. Da die Nutzung des Download-Codes herausfordernd sein kann, ist die Anzeige als QR-Code zu empfehlen. Ich schließe das Ganze durch Hochladen ab und bekomme nun den genannten Download-Code angezeigt, der insbesondere für Grundschüler durchaus herausfordernd sein kann. Deswegen empfiehlt es sich, die Anzeige als QR-Code zu wählen. Hierbei wird automatisch per Eulenpost Verschicken aktiviert. Diesen QR-Code können Sie ebenfalls als PDF herunterladen und den Schülern zum Beispiel per Zettel zugänglich machen. Bei der Eulenpost wird ein Link erzeugt und im Browser angezeigt. In dieser Ansicht sind jedoch Lösungen sichtbar, darauf müssten Sie achten. Die Lehrkraft sollte den QR-Code zum Beispiel als PDF laden und anzeigen. In diesem Falle werden keine Lösungen angezeigt. Noch ein aktueller Hinweis. Eine neue Funktion ist die Whiteboard-Ansicht und hier kann ein Arbeitsblatt direkt aus dem Programm ohne ablenkende Werkzeugleisten angezeigt werden. Diese neue Ansicht erreichen Sie über den Reiter Ansicht und dort ist es auch gleich der erste Eintrag. Das ist dann die Whiteboard-Ansicht zur Arbeit an einer interaktiven Tafel. Wir sind am Ende des Tutorials angekommen und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.